So Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Video. Und zwar wird das heute ein kleines Update-Video, da wir ja am vorherigen Tag, also gestern, einen Pump im Bitcoin-Chart gesehen haben. Und eben genau darauf werden wir eingehen. Wo stehen wir momentan und wo können wir hingehen in der nächsten Zeit? Und wenn euch das Video gefällt, könnt ihr natürlich wie immer gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, um weitere solche Videos nicht zu verpassen. Wir versuchen euch immer auf dem neuesten Stand zu halten und euch mit jedem Video einen Mehrwert zu bieten. Und wenn euch das nicht reicht, könnt ihr natürlich auch gerne in unsere Telegram-Gruppe kommen. Dort gibt es auch tägliche News und Updates rund um den gesamten Kryptomarkt. Und ansonsten würde ich sagen, war es das mit dem Intro und wir beginnen direkt mit dem Update. Also Freunde, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben wieder die Crypto-Bubbles, um uns einfach mal einen groben Überblick zu verschaffen, wie es auf dem gesamten Markt so aussieht. Und wir sehen eben wieder einiges an Grün da draußen. Und nachdem es jetzt lange seitwärts ging, haben wir jetzt endlich einen kleinen Ausbruch gesehen. Quant, der Vorreiter sozusagen dieser ganzen Anstiege, ist eben momentan einer der wenigen Coins, der noch im Minus ist. Aber ansonsten sehen wir eben die Abhängigkeit zum Bitcoin. Geht Bitcoin hoch, pumpt eben der gesamte Altcoin Markt und eben das kann man sich ganz gut mit diesen Crypto-Bubbles anschauen. Ansonsten befinden wir uns jetzt auf dem 4 in Greed Index, wo wir gestern noch im Extreme 4 Bereich waren, so sind wir heute schon im 4 Bereich. Wir sind jetzt also von 20 auf 33 hochgesprungen durch eben diesen einen Pump und eben das spiegelt sich genau in diesem 4 in Greed Index wieder. Also wie ist das Marktsentiment da draußen, wie ängstlich sind die Leute und wie ändert sich sozusagen ihr Emotionsbild in Bezug auf den Kryptomarkt. Und hier sehen wir eben, dass wir mit dem Pump gestern eben auch sozusagen einen Emotionsschub gesehen haben und die Leute jetzt weniger Angst da draußen haben zum gesamten Marktsentiment. Kommen wir jetzt aber zum wichtigsten Teil im Video. Und zwar schauen wir uns jetzt den Bitcoin an im Daily Chart, sprich jede Kerze einen Tag. Hier seht ihr eben schon den Ausbruch, den wir gestern gesehen haben. Wirklich eine schöne große Kerze, die wir reinbekommen haben. Wir sind aus unserem kleineren Triangle ausgebrochen, wie ihr seht. Und sogar aus dem größeren Descending Triangle, was wir damals eingezeichnet hatten. Und ein weiteres gutes Zeichen ist eben auch noch, dass wir die 20.000er Marke endlich durchbrochen haben. Und mit der nächsten Candle haben wir die 20.000er Marke sogar als Support genutzt, was jetzt eben erstmal ganz gut aussieht. Gehen wir aber nochmal tiefer in den Chart und hier seht ihr eben viel deutlicher, dass wir nach diesem großen Anstieg jetzt erstmal in eine kleinere Konsolidierungsphase gehen, denn wenn wir uns einfach mal den RSI anschauen, dann seht ihr eben, dass wir extrem überkauft sind. Wir haben gestern aber auch schönes Volumen reinbekommen. Schauen wir uns das Ganze mal kurz auf dem 1-Stunden-Chart an. Nachdem wir wirklich wochenlang eben nur mit sehr, sehr wenig Volumen getradet haben, ist es jetzt schön, dass wir nochmal einiges mehr dazu gewonnen haben, also wirklich ordentlich Kaufkraft reingekommen ist. Und wenn wir jetzt einfach mal die Rainbow Fibonaccis einblenden, dann sehen wir eben auch, dass wir diese gut hinter uns gelassen haben. Also nachdem sie mehrere Wochen lang eher eine Resistance waren, können wir sie nun als Support nutzen, was auch schon mal positiv auffällt. Und ansonsten, wenn wir uns nochmal die normalen Fips reinziehen, dann können wir eben schon erkennen, dass wir hier zwischen dem aktuellen Top und dem 0786er Fibonacci Retracement Level wahrscheinlich erstmal in eine Konsolidierungsphase reingehen werden. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass wir auf jeden Fall den nächsten Pump sehen werden, denn es kann jetzt natürlich auch sein, dass wir hier weiterhin rumkonsolidieren und dann vielleicht sogar ein Bart Simpson Pattern bekommen und dann noch mal ordentlich in unser Descending Triangle reinkommen. Aber wir müssen ja nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Trotzdem müssen wir es natürlich in unsere Berechnung sozusagen einpflegen, denn wir handeln eben mit Wahrscheinlichkeiten und wir müssen uns eben auf jedes Szenario vorbereiten. Und deswegen will ich euch jetzt nicht die Euphorie wegnehmen, aber wir müssen uns auch den Negativfall sozusagen anschauen. Solange wir uns generell immer noch in diesem Raum hier befinden, also ihr seht es, diese riesige Box, wo wir eigentlich die ganze Zeit nur hier rum konsolidieren, ihr seht es, ist es eben noch nicht so ausschlaggebend, als wenn wir jetzt wirklich aus dieser Box auch noch ausbrechen würden und das auch im nachhaltigen Stile, also nicht so wie hier, wo wir einen riesen Pump sehen und dann eben nochmal ausgespült werden. Hier hatten wir eben oft Probleme, diese Resistance zu durchbrechen. Das sehen wir hier, das sehen wir an der Stelle, das sehen wir auch hier, hier. Und jetzt befinden wir uns sozusagen im selben Raum und müssen eben schauen, schaffen wir es dadurch mit dem RSI wahrscheinlich erstmal nicht. Sprich, wir müssen erstmal konsolidieren und dann schauen, wie wird es weiterlaufen. Und wir wissen eben auch, dass in 7 Tagen das nächste Fed-Meeting ist. Und was natürlich auch sein kann, ist, dass wir beim letzten Mal erstmal nach oben pumpen, dann aber wieder beim Fed-Meeting bei der Bekanntgabe der Maßnahmen eben wieder runtergedrückt werden vom Markt und dass wir sozusagen nur gestiegen sind, um nicht zu stark nach unten zu krachen. Ob das jetzt dasselbe Szenario wird, das wissen wir natürlich alle nicht, aber eben auf solche Sachen müssen wir uns einfach vorbereiten. Und meiner Meinung nach ist alles, was vor dem Fed-Meeting passiert, dem Ganzen gebe ich einfach noch nicht zu viel Aufmerksamkeit. Zum Fed-Meeting gibt es halt eben immer wieder sehr volatile Zeiten, aber ansonsten, wie gesagt, sieht es erstmal ganz gut aus. Wir haben jetzt auch wieder die 20.000er Marke, was ja auch eine große psychologische Marke ist, als Support erstmal. Deswegen sollten wir jetzt auch schauen, dadurch, dass wir auch gutes Volumen reinbekommen haben, wie geht es jetzt weiter, wie sieht es um das nächste Feldmeeting aus. Wenn wir uns jetzt auch mal den DXY anschauen, dann sehen wir eben, dass wir auch hier schön abverkauft wurden. Das heißt, sinkt der DXY, wissen wir ja, steigen die anderen Märkte. Und auch hier ist es eben so, dass wir nochmal den doppelten Boden formen könnten, um einen neuen Ausbruch zu starten. Deswegen sage ich das nochmal ganz speziell. Die Ausgangslage ist eben noch sehr ungewiss. Wir sollten erstmal auf das Feldmeeting warten und dann eben schauen, wie wir demnach handeln. Ansonsten, wenn wir uns nochmal anschauen, wie viele Leute eigentlich gestern liquidiert wurden, dann ist es schon krass, wie viele
viele Leute sich eigentlich überhebeln am Markt. Wir haben jetzt gestern fast 1 Milliarde US-Dollar an Short Liquidations gehabt, sprich 750 Millionen waren das knapp. Also passt auf, was ihr macht, überhebelt euch nicht. Der Markt ist sehr, sehr ungewiss. Wir wissen noch weniger als sonst, was der nächste Schritt sein wird. Und deswegen seid vorsichtig, wenn ihr wirklich mit Hebeln tradet. Und ansonsten würde ich aber sagen, was ist mit dem kleinen Update heute? Wie gesagt, ich habe es versucht kurz zu halten, einfach mal alle wichtigen Sachen zu beleuchten. Und ansonsten würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, wenn ich euch einen Mehrwert bieten konnte. Lasst gerne ein Abo da, um weitere solcher Videos nicht zu verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal und ciao.